Prinz Harry, nach Kates Krebsdiagnose, jetzt will er William zurückgewinnen. London Montecito. Prinz Harry möchte seinen Bruder Prinz William wieder für sich gewinnen, auch wenn dies seine Zeit dauern wird. Prinz Harry, er wird alles daran setzen, um William zurückzugewinnen. Das Verhältnis zwischen Prinz William, 41, und Prinz Harry, 39, gilt seit langer Zeit als zerrüttet. Doch nachdem Prinzessin Kate, 42, die Welt mit ihrer Krebsdiagnose schockiert hat, scheint der jüngere der beiden Brüder dies nun ändern zu wollen. Angeblich soll Harry am Boden zerstört von der Diagnose seiner Schwägerin sein und scheint aufgrund dessen nun noch einmal seine Beziehung zu seinem Bruder überdacht zu haben. Bei seinem nächsten Heimatbesuch im Mai soll der Rotschopf sich bemühen, auch seinem großen Bruder einen Besuch abzustatten, wie ein Insider nun gegenüber Mira ausgeplaudert hat. Prinz Harry wird alles daran setzen, um seinen Bruder Prinz William auf seiner Reise nach England zurückzugewinnen, aber er weiß, dass es einige Zeit dauern wird, so der Insider. Weiter heißt es, Harry würde alles daran setzen, um William wissen zu lassen, dass er für ihn da ist. Der 39-Jährige würde die Beziehung kitten wollen, auch wenn ihm bewusst sei, dass dies nicht einfach sein wird. William zeigt Harry die kalte Schulter, denn auch wenn Harry nun die weiße Fahne schwenkt, scheint William es ihm alles andere als einfach zu machen. Denn nachdem die Sussexes-Karte nach ihrer Bekanntmachung öffentlich eine gute Besserung gewünscht haben, soll es nach langer Zeit wieder zu einer Kontaktaufnahme zwischen den Brüdern gekommen sein, die jedoch alles andere als familiär gewesen sein soll. Berichten zufolge soll die Konversation weder warmherzig noch ungezwungen gewesen sein, was vor allem an Williams Verhalten gelegen haben soll. Denn dessen Antwort auf Harrys Kontaktaufnahme soll laut einer Quelle eher der Art von Kommunikation, die man zwischen zwei leicht vorsichtigen Diplomaten erwartet, geähnelt haben. Es scheint, als habe Harry noch eine Menge Arbeit vor sich, um seinen Bruder wieder von sich zu überzeugen. Royal Heimkehr, jedoch nicht wegen Prinzessin Kate Ausrufezeichen. Prinz Harry, 39, hat allen Grund zur Freude, denn der Exilprinz wird schon bald seine Wahlheimat Montecito in den USA verlassen, wenn auch nur temporär. Im Mai soll der Sohn von König Charles III., 75, zurück nach London kommen. Etwa wegen der jüngsten Enthüllungen des Monarchen und von Prinzessin Kate, 42? Immerhin wurden nicht nur bei Charles III., sondern nun auch bei der 42-Jährigen Krebs diagnostiziert. Wie der Daily Express jedoch nun berichtete, soll Harry nicht nach London verreisen, um seiner Familie einen Besuch abzustatten und nach ihrer Gesundheit zu sehen, sondern um die Invictus Games zu feiern. Am 8. Mai soll aus diesem Grund ein Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral abgehalten. Punkt. Prinz Harry, große Hoffnung. Wird Meghan nachgeben? Das Positive Event könnte die Chance auf ein Zusammentreffen und womöglich auch auf eine Versöhnung mit Harrys Familie sein, würde es nicht von Herzogin Meghan, 42, abhängen. Bis jetzt soll noch nicht geklärt sein, ob die einstige Schauspielerin ihren Gatten zu der Invictus Games Veranstaltung nach London begleiten wird, obwohl auch ihr Name auf der offiziellen Gästeliste zu finden ist. Vorerst bleibt da jedoch der Vermerk TBC, to be confirmed, bei Meghan stehen. Dieses Event ist enorm wichtig für Harry und Meghan, um sich zu rehabilitieren. Es wird als sehr wichtig betrachtet und ist fast vergleichbar mit einem Auftritt, den ein aktiver Royal im Namen der königlichen Familie absolvieren würde. So ein Insider gegenüber der Quelle. Klingt so, als sollte sich Meghan ihre Anwesenheit nochmal überlegen, denn die Veranstaltung sei ein guter Ausgangspunkt, um gleichzeitig die Beziehung zur royalen Familie und dem Volk wiederherzustellen. In gesundheitlichen heiklen Situationen sei dies kein schlechter Schachzug. Harry hofft, dass sie ihn begleitet, damit sie alle zusammen den Gottesdienst wahrnehmen und Mitglieder seiner Familie treffen können, während sie dort sind, so der Insider weiter. Punkt. Bleibt nur offen, ob bei diesem Plan auch die königliche Familie mitspielen würde, immerhin befinden sich sowohl Charles als auch Kate in ihrer Krebsbehandlung. They will